Ja, hallo Hanne. Hallo Ino. Wir sind hier in Hude. Es ist Oktober 2013 und wir hatten gerade ein Intensivseminar über eine Woche. Und ja, magst du kurz hinspüren, beschreiben, was für dich bei dem Intensivseminar das Besondere war? Also als erstes würde ich sagen, es war keine Erholungswoche. Es war schon auch sehr viel Arbeit. Das Besondere war diese Erkenntnis bei den Umkehrungen, wie viel meine Gedanken wirklich mit mir zu tun haben. Und ich bin ja hergekommen wegen einer Geschichte mit der Sohnfamilie und das hat sich enorm verändert. Kannst du beschreiben, wie sich das verändert hat, ohne jetzt in die Geschichte zu gehen? Aber wie fühlt sich das vorher an und wie vielleicht fühlt sich das jetzt an? Also vorher war das alles so, es hat mich unheimlich bedrückt, es hat mich unheimlich traurig gemacht alles. Ich habe wirklich sehr drunter gelitten, weil das auch nicht nur eine ganz kurze Geschichte war, sondern eine Geschichte ist, die schon viele, viele Jahre so geht. Immer auf und ab. Und ich fühle mich befreiter. Ja, ich kann irgendwie anders, denke ich mal, auf diese Familie zugehen, weil ich nicht mehr jeden Gedanken glauben muss. Und das Tollste war eben die Erfahrung, so zu spüren, wenn ich den Satz gehört habe, was bist du ohne deine Geschichte? Das war, kann ich gar nicht sagen, wie das war. So, das ging so runter und war so eine Befreiung. Das war einfach genial. Ja, und du hast ja auch, hast du vorher schon The Work kennengelernt oder war das jetzt das erste Mal? Ich habe einfach nur diesen Namen, Ralf Heske, bekommen. Ich sollte doch da mal reingucken, das habe ich gemacht. Aber wie das denn immer so ist, man hat nicht so ganz viel Zeit, aber es hat mich schon sehr interessiert. Ich habe mir dann Arbeitsblätter runtergeladen und habe die ausgefüllt. Naja, so für mich ganz alleine, ohne dass ich da so richtig was wusste, war das nicht so ganz prickelig. Und dann habe ich das Wochenendseminar im August in Hamburg besucht. Und das war schon richtig toll. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich eben diese Woche auch noch machen wollte. Und hast du das Gefühl, dass du jetzt mit dem Arbeitsblatt und den Fragen anders umgehst? Ja, sehr. Also auch die Anleitung. Durch die Anleitung? Ja, einmal die persönlichen Hilfen, wenn wir dann diese Arbeitsblätter gewirkt haben, waren ganz hilfreich und auch das alles, was so an Theorie von Ralf gekommen ist, das war schon sehr hilfreich. Da gehe ich ganz anders mit um jetzt. Aber eigentlich sind da ja ganz einfach nur diese vier Fragen bei The Work. Die könnte man ja auch einfach beantworten. Und warum war das vorher nicht so prickelig, nur die zu beantworten? Weil du dich selber nicht aufforderst, nachzuspüren. Das ist ja ganz wichtig, dass man nicht irgendwas sagt, was einem dann wieder gerade so in den Kopf kommt, sondern dass man nachspürt. Und das Ganze wirklich von innen drin kommt und man es fühlt. Und dann ist es auch die richtige Antwort. Das hat sich schon ganz, ganz verändert. Was hat dir denn am meisten gefallen an den Übungen in der Woche, die Ralf angeleitet hat? Es gab ja verschiedene Themen. Wir sind ja durch Krankheit, Körper, Tod. Ja, ich habe zum Beispiel nach dem Tod meiner Mutter sehr drunter gelitten, dass ich das Gefühl hatte, dass ich ihr nicht genug geholfen habe und ihr nicht beigestanden hat. Auch da ist diese Geschichte
mit meinem Sohn schon gewesen und hatte immer ein schlechtes Gewissen. Und durch diese Übung, die wir gemacht haben, hat sich dieses schlechte Gewissen relativiert. Überhaupt diese Übung, Schmerz, Tod, das war schon richtig hilfreich. Was Besonderes, ich fand jede einzelne Übung irgendwie für sich ganz toll. Also ich kann da nicht richtig jetzt sowas rauspicken. Die waren alle. Ja, und wir haben ja auch diese Möglichkeit, alle miteinander in Kontakt zu sein und die nächsten Monate zusammen weiterzuwirken. Und da ja auch nochmal zu kommunizieren miteinander. Ne? Ist das finde ich auch, ja, finde ich richtig gut. Ralf hatte das beim Wochenendseminar auch gesagt, dass man sich verabreden sollte. Und da war ich noch so, dass ich gedacht habe, nee, und nachher kann ich nicht und nachher muss ich absagen und dann muss ich auch was tun, ne? Auch wenn ich vielleicht unter Schwierigkeiten zu Hause dazu komme und so. Das hat sich ganz und gar verändert. Jetzt fand ich das also richtig toll. Auch die Art, wie wir uns verabredet hatten. Und ich will auch was tun jetzt. Das hat sich also auch unheimlich verändert, so mein Verhalten da. Ich freue mich auf diese Telefonate, richtig. Das ist täglich in deinen Alltag einzubauen. Ja. Dann bleibt es nicht nur ein Seminar, ne? Genau. Und das ist ja das Wichtige daran, denke ich, ne? Es im Alltag zu leben. Ja. Was machst du noch irgendwas teilen? Für diejenigen, die noch nie sowas besucht haben. Ach, ich kann es nur jedem empfehlen. Es lohnt sich. Ich bin ja nicht so, dass ich, wenn mir irgendwas gesagt wird, ich sofort begeistert bin oder so, gar nicht. Ich bin also ein bisschen kritisch und habe ja auch erstmal selber im Internet geguckt und dann als Anfang nur so, ach nee, ich habe vorher noch einen Abend gemacht bei Ralf, stimmt, in der Wragebuchhandlung. So einen offenen Abend. Ja, und das fand ich schon, ja, das fand ich schon so, dass ich gedacht habe, so das Wochenendseminar möchtest du auch machen. Und dann war das eben, das Wochenendseminar war so, dass ich gesagt habe, ich möchte auch diese Kompaktwoche machen. Ja, so baut eins auf das andere. Genau. Das baut dann so auf. Ja, vielen Dank. Gerne. Im normalen Leben draußen, wenn ich jetzt zum Beispiel mich als Handwerker nehme, ja, ich bin als Tischler unterwegs, aber ich möchte es jetzt nicht mehr nur machen, ich möchte halt auch andere Dinge machen, das ist mein Anliegen, warum ich auch hier bin. Aber was ich sagen wollte, im Handwerk, wenn man sich da fortbildet, dann macht man es eben nur im Handwerk. Aber das Leben lässt man manchmal außen vor. Das, was das Leben auch lebenswerter macht, dass man sich da verändert, dass da was passiert, dass man den Umgang mit Menschen, mit der Natur, mit dem Umfeld, das einem umgibt, anders, dass man da eine andere Handlungsmöglichkeit bekommt durch eine Weiterentwicklung. Das finde ich wichtig. Also, dass man unabhängig davon, in was für einem Beruf man ist, wenn man nicht eh schon in die Richtung geht, sowas auch macht, wie hier stattfindet. Wieso würdest du sagen, was macht die Work dann da in dieser Handlungsfähigkeit aus? Naja, ich bin ja, deshalb hat man ja gemerkt, dass ich nicht so handlungsfähig bin, wenn ich eingeschränkt bin durch das, was ich denke. Dann bin ich ja manchmal wie erstarrt in mir, weil ich denke, ich kann bestimmte Dinge nicht oder andere sind besser oder ich bin noch nicht, wo ich bin. Das lässt mich ja nicht unbedingt frei sein. Und frei sein heißt für mich, ich kann tun und lassen, was ich will. Wirklich, was ich will. Ja? Wenn man das überhaupt so weit, ich kann das gar nicht ermessen, was das bedeutet im Augenblick. Ich kann das nur sagen. Ja? Aber ich denke, da steckt ganz viel Freiheit und Ruhe ja dann auch dahinter. Wenn man das Gefühl hat, ja, ich muss jetzt nicht, ich kann. Finde ich genial. Ich muss nichts. Genau. Ja. Oder ich will eben, haben wir ja heute auch so gehabt. Aber ich darf. Oder ich darf, noch, ja. Allein diese Vorwörter schon, was die dann bewirken mit dem, was man da vorhat. Ob man das will, muss oder darf, das macht einen Unterschied. Und wie fandst du, hat Ralf das Seminar so gemacht? Ralf fand ich am Anfang. Ja, ich könnte jetzt mal so sagen, unprofessionell. Ne? In seiner Art, wie er daherkommt, macht nichts aus sich, putzt ihn hier irgendwie raus oder irgendwie so, oder stellt sich auch nicht echt extra dar. Und bei Ralf habe ich von Anfang an den Eindruck gehabt,
Eigentlich ist es mir Piepe, wie ich hier reinkomme. Also ich mache meine Arbeit und das ist mir das Wichtigste. Und ich will, dass mit den Menschen wirklich was passiert. Das ist mein größtes Anliegen. Und meine Person nehme ich da wirklich zurück. Und ich stelle sie nur so weit in den Vordergrund oder rein, wie es nötig ist für die Arbeit. Punkt, aus, fertig. Mhm. Und das fand ich dann im Verlauf dann sehr schön zu sehen. Das hat schon seine Richtigkeit, wie er das so macht. Und ich darf lernen, nicht nur denen zu glauben oder denen, die groß zu halten oder groß zu finden, die dann auch entsprechend daherkommen. Oder die eine geschliffene Sprache oder wie auch immer haben. Na? Das ist nicht der Punkt. Mhm. Es ist auch wichtig, dass man da nicht völlig sich verhaspelt, aber hat er ja nicht gemacht. War ja gut. Ja, vielen Dank. Bitte, Minu. Ross, wieder, wir sind hier in Hude nach dem Intensivseminar für The Work. Der letzte Tag, wir hatten gerade die letzten paar Minuten. Wie war das für dich, diese Woche? Ja, diese Woche war für mich einfach ein Geschenk, das zu entdecken, was ich glaubte, verloren zu haben, kann man vielleicht sagen. Verloren zu haben und dass es nur andere in sich haben und ich gar nicht mehr. Also ich habe mich vorher sehr stark mit negativen Gefühlen identifiziert. Und war auch in diesen negativen Gefühlen zu Hause. Also ich habe, je älter ich wurde, so kann ich es vielleicht formulieren, je älter ich wurde, ist das Kind in mir verloren gegangen. Also die Unbeschwertheit und Kindlichkeit, die Natürlichkeit, die wir, ja einfach, dass unsere wahre Natur ist. Ich habe mich von meiner wahren Natur abgewandt und habe der Norm und den Erwartungen der Gesellschaft entsprochen. Und was ich hier festgestellt habe, das ist nicht die Norm der Gesellschaft und die Norm der anderen waren, sondern es wurde zu meiner eigenen Norm und zu meiner eigenen, zu meinem eigenen Druck, zu meinem eigenen Muss, zu all den Dingen, die ich mir selbst aufgeladen habe. Und ich dachte eigentlich immer, die anderen seien das Problem meiner Dinge. Und da ist ja die Welt außen, die auf mich so bedrohlich wirkt. Und dadurch, dass ich in dieses Denken gekommen bin, in dieses Denken, die anderen, da ist ja die äußere Welt, hat sich natürlich in mir auch etwas verändert. Von den werdet wie die Kinder, wie das so schön in der Bibel heißt, wurde es nicht, werdet zu Erwachsenen. Und dieses Bild habe ich total gelebt. Und dieses Seminar ist für mich eigentlich eine Offenbarung gewesen, durch diese Möglichkeit der einzelnen Prozesse, die wir hier durchgenommen haben, einfach zu erkennen, wer ich wirklich bin. Und nicht nur die Fröhlichkeit und den Humor, den ich eigentlich wieder gefunden habe, dieses Kindliche, dieses Verspielte, dieses Unbeschwerte, diese Fröhlichkeit, sondern auch mit Kritik umzugehen, dass Kritik nicht abwertend ist, dass ich, wenn ich kritisiert werde, nicht ins Tun gehen muss, wie es in der Familie immer war, wenn wir als Kinder bestraft wurden, dass sofort sagte, du bist dies oder du bist jenes. Und ich dann zwar gedacht habe, naja, du musst es jetzt ändern, um Liebe und Anerkennung zu bekommen. Ich will ja nicht die Böse sein. Und immer aus dem Augenwinkel geguckt habe, wenn ich irgendwas gemacht habe, na, kommt jetzt die Strafe, jetzt müsste ich doch bestraft werden. Und dann, und jetzt einfach hier in der Runde, in dieser Woche, Kritik als Geschenk zu sehen. Das war für mich ganz neu,
dass ich, wenn ich kritisiert werde von außen, es ist egal in welcher Form, es ist egal, ob ein Partner, ob im Büro, ob in der die Gesellschaft mich herabsetzt, dass ich einfach spüre, wo, nicht in dieser Situation muss es unbedingt sein, sondern wo in meinem Leben kann ich diese Kritik finden. Und darum geht es. Es geht nicht darum, ins Tun zu gehen, wenn jemand zu mir sagt, jetzt du bist, Beispiel, du bist immer so unaufmerksam, dass ich nicht denke, oh, jetzt muss ich mich aber anstrengen, aufmerksam zu sein und mir wieder diesen Druck mache. Darum geht es nicht. Es geht einfach, ins Spüren zu gehen, still zu werden und einfach zu schauen, wo, nicht vielleicht nicht in dieser Zeit, aber wo in meinem Leben kann ich das finden, wo ich unaufmerksam war. Und man muss nur lange genug gucken. Man wird also mit hundertprozentiger Sicherheit eine Situation finden, wo man unaufmerksam war. Und einfach dieses wunderbare Geschenk zu erfahren, dass bei Kritik nicht zu tun ist, sondern einfach nur zu schauen ist, alles aufzunehmen ist und sagen, ja, ich kann alles in meinem Leben finden und das macht mein Leben bunt und rund. Warum soll ich irgendetwas aus meinem Leben ausschließen? Ich kann alles finden. Ich kann meinen Egoismus finden in bestimmten Situationen. Ich kann meine Unaufmerksamkeit finden. Ich kann meine Ungerechtigkeit finden. Finde ich bestimmt in irgendeiner Situation. Und es einfach nur ganz neugierig anzuschauen hier und sich selbst so ein bisschen auch humorvoll zu betrachten, sagen, oh, der hat meine kleine Seite entdeckt da, der, ja, die ich eigentlich immer verstecken wollte und das sind ja nur die anderen, ich bin das ja nicht. Also so mit, ja, die hat so schön dieser Lagerfeld mal gesagt, in jeder Situation alles wohlwollend zu übersehen. Das finde ich so schön. Ja, Roswitha, kanntest du vorher die Work vor diesem Seminar hier in Hude? Ja, ich habe eine Ausbildung hier angefangen mit The Work. Den ersten Teil der Ausbildung habe ich angefangen. Auch bei Ralf, oder? Und bei Ralf. Mhm. Und habe aber festgestellt, dass dieses Seminar das Herzstück der ganzen Ausbildung ist. Dieses also, Intensivseminar. Genau, das Intensivseminar ist das Herzstück der Ausbildung. Weil es dich einfach total, ja, ich habe ein schönes Beispiel, das fiel mir gestern gerade ein. Also dieses Intensivseminar ist wie eine schmutzige Socke. Das heißt, ich bin diese schmutzige Socke und die werfe ich in die Waschmaschine. Also diese Waschmaschine war dieses Intensivseminar. Das war die Waschmaschine. Und ich habe nach dieser Woche diese Socke rausgenommen und in der Waschmaschine verhudelt sich diese Socke ja immer. Und ich hatte sie ja auf links gewaschen und jetzt konnte ich sie nach dem Seminar auf rechts drehen und zusammenlegen und in den Schrank bringen. Es ist so schön gewesen, diese saubere Socke zu sehen. Die Socke war ich natürlich. Ja, vielen Dank.